So Leute, ich bin's mal wieder, Flossfi, und zwar zu meinem allerersten Let's Show, und zwar zu The Legend of Zelda Triforce Heroes, die Demo. Das Spiel kommt am 23. Oktober 2015 in die Läden, und dieser Demo-Code wurde mir vom Blacktree LP, Link in der Beschreibung, zur Verfügung gestellt. Oho, ein Heldenkandidat. In diesem Raum suchst du über die drahtlose Verbindung mit Streiter, um das Lumpenland zu erkunden. Meine Aufgabe ist es, euch Heldenkandidaten gut auf dem Weg dorthin zu bringen. Dies ist das Triforce, der einzige Eingang zum Lumpenland. Wenn sich drei Helden auf ihm zusammenfinden, entfaltet es seine Macht und transportiert euch dorthin. Solange du allein bist, wird sich dir der Weg nicht öffnen. Suche über die drahtlose Verbindung mit Streiter. Dein Name wird übrigens für deine Mitstreiter sichtbar sein, also benimm dich. Wenn du bereit bist, dich ins Lumpenland zu wagen, wende dich an mich. Okay, das machen wir, mein Dude. Und wie ihr vielleicht merkt, ich kommentiere das hier nach, also nicht wundern, wenn ich mal beim Sprechen hinterherhänge. Ich werde auch nicht alles vorlesen, es gibt eh allgemein nicht so viel zum Vorlesen. Und ihr seht den Topscreen und den Touchscreen. Der Touchscreen ist natürlich der kleine Screen, da ist auch jetzt nichts so Wichtiges drauf. Ich denke, wenn ich dazu ein richtiges LP mache, was wahrscheinlich kommen wird, ich weiß nur noch nicht mit wem, also ich werde es mit drei reellen Personen machen, also mit drei Personen, die ich wirklich kenne. Da werde ich mir welche aussuchen, da werden wir dann über Teamspeak reden. Dann weiß ich noch nicht, ob ich den Touchscreen einblende. Aber mal schauen. Und ja, es gibt drei Dungeons in dieser Höhle, in dieser Demo meine ich. Und zwar die Britzelhöhlen, dann das zweite ist, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, und Feuertempel hieß das dritte, glaube ich. Und es gab Gewänder, wie ihr seht, da kann man sich aussuchen, was für Fähigkeit man zusätzlich haben möchte. Aber das könnt ihr euch kurz pausieren und könnt ihr das durchlesen, was die Anzüge so können. In der Vollversion werde ich euch das dann alles in Ruhe zeigen. Und jeder dieser Dungeons hat spezielle Items, also alle drei Dungeons in dieser Demo haben spezielle Items. Ich habe auch hin und wieder ein paar Schnitte in das Video reingesetzt, weil es ab und zu mal einen Disconnect gab und dann hingen wir auch im dritten Dungeon vor allen Dingen in einer Aufgabe, das erzähle ich euch dann aber später. Und ich habe auch nicht immer die gleichen Gefährten. Jetzt die ersten beiden Dungeons habe ich auf jeden Fall den Roman und den Tschechi oder die Tschechi, keine Ahnung was das für ein Name ist. Und später werde ich auch noch nicht nur der grüne Link sein, sondern ein anderer Link. Ihr seht ja unten, welcher Link ich bin. Steht ja Flo bei. Und was würde ich noch dazu sagen? Das Spiel ist sehr in der Link Between Worlds Grafik gehalten, was ich aber auch gar nicht mal so schlecht finde. Diese schlichte Grafik gefällt mir irgendwie, und ja, wie ihr seht, unten auf dem Touchscreen. Sind so ein paar Symbole, so ein Hierher-Item werfen, Huckepack nehmen, so ein Yay-Pongbongs, ein Ich war's nicht, ein Nein und ein Super gemacht. Und ja, die benutzt man dann halt um sich irgendwie, wenn man halt nicht gerade mit den Gefährten über irgendwelche Plattformen sprechen kann, um halt irgendwie zu kommunizieren, was man denn tun soll. Auch wenn das noch nicht so ganz ausgereift ist. Also ich schätze mal, also ich würde mir wünschen, dass man für die Vollversion vielleicht ein Spielchat hat, also wie bei Pokémon, auch wenn er vielleicht nicht so super ist, aber dass man sich wenigstens irgendwie verständigen kann, wenn man halt jetzt nicht irgendwie Teamspeak oder Skype hat. Also sowas würde ich mir wünschen. Und irgendwas wollte ich noch dazu sagen, ich überlege gerade, was ich noch dazu sagen wollte. Jetzt nehme ich es ja schon offscreen auf und weiß nicht so recht, was ich sagen wollte. Ja, wir können übrigens auch so einen Sprintangriff, wie ihr gesehen habt. Und das fällt mir nicht ein. Ich hatte gerade noch einen Satz auf der Zunge. Kennt ihr das? Man hat einen Satz auf der Zunge und dann weiß man nicht mehr, wie man ihn beenden möchte. Auf jeden Fall, durch diese Emoticons, die wir da hatten, hatten wir auch im späteren Verlauf, also mit meinem zweiten Team, was ich dann hatte, hatte ich eine Zeit lang Probleme, weil eine Person dann nicht so recht wusste, was soll ich denn jetzt tun? Weil, ja, war ein bisschen blöd, ne? Also wie gesagt, wenn wir dann in die Vollversion eindringen, dann werde ich das mit zwei Personen machen, mit denen ich mich dann auch über Skype oder Teamspeak verständigen kann. Ich denke, auch in der Vollversion wird es möglich sein, dass man das Ganze alleine spielen kann. Ich schätze mal, dann switcht man zwischen den drei Personen hin und her, oder man spielt es halt online mit Freunden oder im lokalen Koop-Modus. Das ist alles möglich, glaube ich, weil mich wer auf Facebook drauf angeschrieben hatte. Ich bin der Meinung, dass es möglich ist. Also so wurde es, glaube ich,
betitelt oder zuletzt gesagt, weiß so ungefähr, habe ich das noch im Kopf. Und ja, ich denke, das wird dann auch ganz praktisch sein für Leute, die halt jetzt vielleicht nicht die beste Internetverbindung haben, aber trotzdem mehr Spiel zocken wollen oder vielleicht auch auf ihrem 3DS keine Online-Verbindung haben oder allgemein keine Online-Verbindung. Wer weiß. Übrigens, diese Demo, die war nur 3 Tage spielbar und das dann nur in einem bestimmten Zeitraum. Und zwar letzten Samstag von 9 bis 16 Uhr, bin ich der Meinung. Dann den Sonntag, wo ich das aufgenommen habe. Steht das irgendwo eigentlich? Nee, steht nicht. Den Sonntag, das war der 18.10., genau, heute ist das. Also ich nehme heute auch die Audiodatei dazu auf. Und ja, und dann noch nächsten Samstag, also der Samstag, der jetzt kommt, ist die Demo auch noch spielbar, wenn ihr halt einen Code habt. Ich habe leider keine zur Verfügung und ich habe meinen, wie gesagt, vom Blacktree LP erhalten. Der Link von dem ist in der Beschreibung, also unbedingt vorbeischauen. Und ja, was ich auch ganz cool finde, jeder Dungeon in dieser kleinen Demo hat auf jeden Fall immer einen Boss, hat 3 oder 4 Ebenen und ist immer ganz cool. Also diesen Schleimi-Typen kennt man schon so ähnlich, glaube ich, aus anderen Spielen. Und man muss die Bosse immer auf irgendeine Weise zusammen besiegen. Allgemein, wenn ihr das alleine durchziehen wollt, ihr werdet das nicht hinbekommen. Und ja, da habe ich ein bisschen übertrieben mit dem Pong-Pong-Emoticon, aber das ist vollkommen egal. Ich habe es voll übertrieben, aber scheiß drauf. Ja, und es gibt immer am Ende ein bisschen Geld für das Besiegen eines Bosses und für den geschafften Dungeon. Ich weiß zwar nicht, warum der Blaue jetzt unbedingt noch Herzen sammeln wollte. Der wusste wahrscheinlich nicht, dass das Level danach zu Ende ist. Aber das war mir auch egal. Ich habe einfach mal getan, was er wollte. Von daher, ich glaube, hat ihn denn irgendwer geholt? Ja, ich habe ihn geholt. Ich hatte keinen Bock mehr, dass er uns hier auffällt. Aber irgendwie wollte er nicht so recht, aber dann wollte er doch. Ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen blöd, wenn man sich nicht absprechen kann, eigentlich halt nur über diese Emoticons. Aber naja, irgendwie haben wir es dann trotzdem doch geschafft und am Ende erwarten uns immer 3 Schatzkisten. Einer ist immer ein anderes Item, so wie ich das mitbekommen habe, und in den anderen ist halt das gleiche, was auch immer das dann im vollwertigen Spiel bringen wird. Ich weiß es jetzt noch nicht. Übrigens, was auch aus A Link Between Worlds übernommen wurde. Wenn ihr, das habt ihr sicher gesehen bei den Items, da war so eine Anzeige. Immer wenn ihr das Item verwendet, leert sich die Anzeige so ein bisschen. Das ist so eine Art Mana-Anzeige. Und die gab's schon in A Link Between Worlds. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie der zweite Dungeon heißt, nämlich das Sprengstofflager. Und hierfür habe ich das herzige Kleid genommen, weil wir damit mehr Herzen fanden. Weil ich habe diesen Dungeon schon den Samstag gespielt. Ich habe es ja Sonntag aufgenommen und ich habe schon Samstag gespielt, diesen Dungeon. Und wir sind mit dem vorherigen Team, bin ich ziemlich daran verzweifelt, an dem Boss dieses Dungeons. Und hier muss ich zu meiner Verteidigung sagen, ich hatte vorher noch nicht die Bomben, ich hatte vorher immer nur die Windkrüge, dass ich mich gleich ein bisschen blöd anstelle und nicht so recht weiß, was ich tun muss. Aber naja, wir haben es dann trotzdem hinbekommen, auch wenn hier glaube ich ein Fail drin war, aber den habe ich auch drin gelassen, weil der nicht so schwerwiegend war wie ein späterer Fail, beziehungsweise spätere Fails. Aber das werdet ihr noch alles sehen. Die größten Fails kommen erst ab dem dritten Dungeon. Der war aber auch, muss man sagen, wenn man sich da nicht verständigen kann, ist das mega schwer. Also, beziehungsweise, dann weiß man nicht so recht, was die von einem wollen. Da kann ich dann auch nämlich die Person, die es nicht gecheckt hat, verstehen, weil ich habe auch ziemlich lange gebraucht bei einem Rätsel. Dachte mir so, hä, was soll ich denn tun? Aber dann kamen wir irgendwann auf die glorreiche Idee. Naja, auf jeden Fall, es gibt natürlich, wie ihr auch seht, 3 Farben, Rot, Blau und Grün. Ich weiß nicht, ob man später vielleicht noch irgendwie Farben ändern kann oder so, aber ich denke nicht, weil das ja halt die 3 Hauptlinks sind sozusagen. Heißen ja eigentlich alle Link, ja, ne? Also, naja, haben halt den Spielernamen. Und wie gesagt, ich habe die Bomben vorher nicht benutzt, daher wusste ich noch nicht so ganz, wie die Physik der Bomben ist. Und wusste noch nicht, wie weit ich von den Sachen entfernt stehen musste. Aber das macht ja nichts, ich habe es ja trotzdem irgendwie so ein bisschen hinbekommen. Ach ja, ich muss sagen, das Spiel macht wirklich eine Menge Spaß und ich habe richtig Bock auf die Vollversion. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen kann. Es gibt natürlich kleinere Lags, wenn eine der Personen keine so gute Internetverbindung hat. Dann kommen ab und zu auch mal kurze Ladezeiten.
Aber eigentlich lief das Spiel die ganze Zeit über relativ flüssig. Also, das muss man sagen. Ich weiß nicht, wie es dann in der Vollversion sein wird, da ja dann mehrere Leute spielen, ob das dann, naja, das ein bisschen abkackt oder ob es dann trotzdem immer noch recht flüssig bleibt. Weil jetzt wurde ja nur eine Handvoll Codes verteilt. Ich wollte es eigentlich schon den Samstag aufnehmen, aber da habe ich dann zu spät gescheckt. Oh scheiße, du kannst die Demo ja nur zu einer begrenzten Zeit aufnehmen. Und dann konnte ich das nicht mehr aufnehmen leider. Sonst hätte ich es schon den Sonntag jetzt präsentiert. Aber naja, ist ja vollkommen egal. Dann seht ihr es jetzt halt am Mittwoch. Ja, ihr seht es am Mittwoch. Ich habe gerade überlegt, ob ich es nicht vielleicht doch früher hochlade. Aber nö, ich habe jetzt alles fertig und es für Mittwoch angepriesen. Und ja, und man liest auch immer, wenn wer irgendwas eingesammelt hat, hier kommt mal so eine kleine Benachrichtigung. Da konnte ich jetzt nichts machen, weil meine Kameraden vergessen haben, mir das Feuer auszublasen. Aber ich komme dann gleich auf die glorreiche Idee, die zu rufen, beziehungsweise glaube ich verzweifelt zu tun. Und dann checken die, oh, der braucht ja noch Hilfe, der kommt nicht weiter. Und da hätte er mich fast runtergekickt, was öfter mal passieren kann, dass wir uns gegenseitig behindern. Ist ein, zwei Mal passiert, dass wir uns leider gegenseitig runtergeworfen haben. Vor allem als ich den Krug hatte. Ich hatte nämlich in meinem ersten Playthrough, das ihr halt nicht sehen könnt, den Krug. Und da habe ich aus Versehen meine Kameraden öfter mal runtergeworfen. Hier wussten wir eine lange Zeit nicht, was wir tun sollten. Aber dann kamen wir irgendwann auf die Idee. Ja, ihr werdet gleich sehen. Das dauert jetzt einen Moment, bis wir das da gecheckt haben. Aber das war auch... irgendwie, wir wussten halt nicht, was der Blaue von uns wollte. Also wir wussten schon, Huckepack, aber hä? Was denn dann? Ja, bis wir dann gecheckt haben. Ja, komm, nimm der andere mich hoch gleich. Bitte, komm. Rot, nimm mich hoch. Ich glaube, er nimmt mich gleich in Kürze hoch, auf jeden Fall. Dauert jetzt zwar einen Moment, aber das macht nichts. Es dachte mir so, hä? Was müssen wir mit den scheiß Bomben machen? So. Wir waren beide nicht wirklich schlau, der Rote und ich auch nicht. Aber dann kamen wir irgendwann auf eine Idee. Aber erstmal schubt der Rote mich noch runter. Ja, ich glaube jetzt... Ah ja, ich habe es ihm deutlich gemacht, weil ich es dann gecheckt habe, dass wir Bomben rüberwerfen sollen. Ja, da musste man nur noch treffen, was ein bisschen schwer war. Beziehungsweise man musste das relativ gut timen. Aber ich habe es dann irgendwann hinbekommen. Aber ich glaube, da kommt gleich noch ein Fail. Von daher... ich habe aber keinen Cut reingesetzt. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was der von mir wollte mit seinem Nein, der Blaue. Und ja, man muss es halt relativ gut timen, damit man dort hinüberkommt, beziehungsweise die Kackbombe da abfeuern kann. Ja, das war sehr glorreich von mir. Da habe ich aus Versehen mich ablenken lassen, glaube ich. Und der Rote rächt sich eiskalt an mir. Nein, ich denke, das hat er nicht mit Absicht gemacht. Ja, leider... ist es dann so, dass wir einmal gestorben sind. Das kann ich euch schon mal spoilern, aber das macht nichts. Habe ich nochmal zurückgeguckt. Ach ja, jetzt versucht er uns die ganze Zeit deutlich zu machen, dass wir rüber sollen. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, uns das zu erschummeln. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber egal. Wir haben es irgendwie geschafft, dass ich rüberkomme. Eigentlich war das nicht so geplant. Und dann habe ich es halt gut timen können, so dass da sich dann auch die Plattform bewegt. Übrigens, diese ekelhaften blauen Käfer, die sind dermaßen nervig. Sind, ja, das passiert, da sind wir gestorben. Diese blauen Käfer, die sind so dermaßen nervig, die haben mich schon A Link Between Worlds so dermaßen genervt, dass ich die am liebsten alle zerquetschen, zermalmen, köpfen würde. Und ja, jetzt... ist das gleiche Spiel natürlich nochmal, aber diesmal wissen wir natürlich, was wir tun mussten. Und hingen da jetzt nicht, keine Ahnung wie lange, eine Minute oder so oder zwei, hingen wir da bestimmt gerade dran. Auch wenn ich mich mal wieder selten dämlich anstelle, aber ihr kennt es ja nicht anders von mir. Nein, eigentlich habe ich relativ gut gespielt, muss ich selber von mir behaupten. Also, ich habe schon mal schlechter gespielt, würde ich behaupten. Ja. Aber ich denke, wir waren ein relativ gutes Team. In einem Team, wo ich auch drin war, war einer dann so schlau und hat scheinbar erstmal seinen 3DS liegen lassen und ist wahrscheinlich kacken gegangen oder so. Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er getan hat. Aber auf jeden Fall hat er eine Zeit lang gar nicht reagiert. Wir haben die ganze Zeit halt
hierher und so gerufen und wollten, dass er uns hilft. Aber der hat einfach nicht reagiert. Ich schätze, der war dann auf Toilette oder so oder keine Ahnung, was er gemacht hat. Das ist halt ein bisschen blöd. Im Online-Spiel sollte man natürlich nicht unbedingt irgendwie das Spiel pausieren. Aber naja. Natürlich haben wir es jetzt besser gemacht und ich habe meine Bombe gezückt. Und ich glaube, ich habe sogar... Nee, ich habe nicht auf Anhieb getroffen, aber fast auf Anhieb, bin ich der Meinung. Kurz vor Anhieb. Ja, genau. Da war der Blaue dann auch ganz stolz auf mich, was mich sehr freut, aber dann hat er mich runtergeworfen. So ein Arschloch. Ja. Dann ist er auch noch abgestürzt, selbst schuld. Ich frage mich, was das sollte von dem Blauen. Ich dachte mir so, Junge, bist du blöd? Warum machst du sowas? Naja, ich komme ja schon, mein Freund. Ich beeil mich ja schon. Naja, man kann da auch ziemliche Faxen mit den Gegnern machen, aber man sollte schon versuchen, relativ normal zu spielen oder relativ vernünftig zu spielen, weil sonst bringt es einem am Ende nichts. Übrigens, an dieser Stelle wusste ich eine Zeit lang nicht, was ich tun sollte und gleich wird es mir der Rote deutlich machen, was ich eigentlich tun soll. Ich fand es so lustig dann im Nachhinein, als ich dann gecheckt habe, ach, das will der von mir, weil ich nicht gesehen habe, dass die Kristallkugel auf meiner Höhe ist, wollte ich die ganze Zeit eine Bombe darauf werfen. Ja, und er versucht es mir gerade schon deutlich zu machen, ihr seht es gleich, was ich tun soll. Ja, ja, ich hab's gecheckt, Kumpel. Ich wusste halt nicht, was ich tun sollte und er macht's dann. Er schlägt einfach mit dem Schwert drauf und ich dann mir so, wie kann ich nur? Wie blöd bin ich eigentlich, Junge? Spiel doch vernünftig. Ich sollte dann irgendwie werfen, auch wenn ich nicht ganz gecheckt hatte, warum. Und jetzt hält mir der Blaue das, glaube ich, nochmal vor, was ich eigentlich tun soll. Und natürlich habe ich es jetzt gecheckt. Und hab dann auch die Kristallkugel so mit einem normalen Schlag aktiviert und nicht mit einer Bombe. Ach ja, ich hab mich ein bisschen dämlich angestellt. Ich find's übrigens unglaublich schick, wie Link einfach mal ein Kleid trägt, wenn man dieses Herzgewand da trägt, dieses Herzig. Ach ja, das ist sehr interessant auf jeden Fall. An die Stelle, die ist auch relativ gemein, wenn man nicht gerade aufpasst, also... Hier haben wir uns auch teilweise ziemlich dämlich angestellt. Also gerade im zweiten Dungeon, muss ich sagen, haben wir uns relativ beschissen angestellt, mein Team und ich. Nach dem zweiten Dungeon habe ich dann ja mein Team gewechselt, beziehungsweise das Team hat sich selber gewechselt, weil einer, glaube ich, ausgestiegen ist. Und dann im dritten Dungeon habe ich einmal mein Team gewechselt, weil irgendwie die gar nichts konnten, die wussten gar nicht, was sie tun sollten. Und einmal war es dann so, dass, glaube ich, irgendwer einen Disconnect hatte. Deswegen, aber das seht ihr nicht, das ist alles rausgeschnitten, weil das wollte ich euch nicht zumuten, das wäre ein bisschen zu gewesen. Da wollte ich den gar nicht zurückschicken, aber ich kam halt dagegen aus Versehen. Aber das macht nichts, weil man relativ schnell wieder zurückkommt. Naja, ich habe schon gecheckt, was er von mir wollte, aber irgendwie haben die mich halt nicht in die richtige Richtung geführt, was ein bisschen blöd war. Und das war so dämlich. Weil die Bombe halt diesen blöden Hebel getroffen hat. Das war so dumm einfach nur. Ich habe nicht erwartet, dass das passiert, aber ja. Man lernt aus Fehlern dazu. Übrigens weiß ich nicht, wie man an diese komischen Rubine da oben auf diesem Seil rankommt. Ich schätze, dafür gibt es auch irgendwie einen Trick, aber der war mir dann letzten Endes egal. Oder uns allen war der egal, weil uns das einfach nicht interessiert hat. Ich glaube, da wollte uns der Rote schon wieder zurückschicken, warum auch immer. Warum er das getan hat, wissen wir nicht. Aber wir haben ihn dann deutlich gemacht, dass es falsch war und sind daran gestorben. Yay! Wir haben uns sehr gefreut, wahrscheinlich allesamt. Da hatten wir dann nur noch ein Leben und wäre das aufgebraucht gewesen. Ich glaube, dann gibt es noch ein nulltes Leben und wären die aufgebraucht gewesen, hätten wir es halt verkackt. Aber... dieses Mal verspreche ich euch, wir schaffen es, keine Sorge. Das Video geht ja nicht ewig. Es geht 35 Minuten, wenn ich das richtig gesehen hatte. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das so um die 35 Minuten gehen und wir haben jetzt 20 Minuten hinter uns und ich sage mal, wir haben noch 5 Räume vor uns oder so.
Von daher könnt ihr euch ja ausrechnen, dass wir es jetzt geschafft haben. Entschuldigung, dass ich gerade aufgestoßen habe. Aber ich habe zu viel Cola getrunken. Sorry. Ja, ich, ja, es war ganz dumm von dem Roten, dass er ihn zuerst hochgehoben hat, weil ich eigentlich als erstes hoch muss. Also ich muss zuallererst hoch. Aber ich habe mir dann überlegt, wenn ich ihn abwerfe, dann werfe ich ihn nicht in die Hölle, sondern ich probiere einfach, ihn nach, ihn möglichst weit nach außen zu werfen, halt, so dass keiner zu Schaden kommt. Was ja auch relativ gut geklappt hat, muss ich ehrlich gestehen. Ein bisschen taktisches Geschick ist hier auch gefragt gewesen. Ich mag das, dieses taktische Rätsel-Dingsbums. Also dieses Zelda-Spiel setzt auf jeden Fall nicht unbedingt auf Kämpfe, zwar auch in den Bosskämpfen, aber es setzt halt hauptsächlich wirklich auf Rätsel und Geschick so ein bisschen. Also auf, man muss sich das denken, was macht man, wie tut man es und so. Und das ist es, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich wusste nicht, was er von uns wollte, aber wir sind einfach mal mitgegangen. Beziehungsweise ich habe ihn einfach genommen und habe ihn dann einfach zum Triforce geführt. Wir wussten beide, glaube ich, nicht, was er von uns wollte. Wir haben es einfach nicht gecheckt. Jetzt hat er auch nur Nein gedrückt, warum auch immer. Aber wir haben die Boss-Ebene des Sprengstofflagers erreicht. Und er ist ganz verzweifelt, warum auch immer. Wir haben es nicht gecheckt, aber ist egal. Denn jetzt kommt der Boss und der Blaue wollte mir noch einen mitgeben. Dieses Arschloch. Aber jetzt verstehe ich, glaube ich, was der Blaue wollte. Der musste noch auf Toilette. Wetten, der musste auf Toilette? Ich wette es. Ich schwöre es euch, der musste auf Toilette. Der musste ganz dringend auf Toilette. Da glaube ich dran. Auf jeden Fall sind unsere nächsten Bossgegner ein paar Zyklopen, die es, glaube ich, tatsächlich auch in der Link Between Worlds gab. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier konnte ich leider relativ wenig machen bei dem Bosskampf, weil das die Typen mit dem Krug machen mussten. Der Rote wusste nicht so ganz, was er tun muss, aber der Blaue hingegen schon, das fand ich ganz gut. Weil der Rote, der hat nicht gecheckt, dass er die Bomben möglichst dann, wenn die Zyklopen das abwerfen, schon zurückschleudern musste. Aber naja, der Blaue hat das relativ gut gehandelt und ich kann euch schon versprechen, es bleibt nicht bei zwei Zyklopen, wie ihr euch sicherlich denken könnt, weil die Bosskämpfe müssen immer zu dritt gelöst werden. Und deswegen... Ja, kommt jetzt gleich noch, wo wir die Bomben verwenden müssen. Weil die großen Bomben lassen sich nicht zurückschleudern. Deshalb musste ich mich jetzt relativ gut anstellen im Werfen. Und die anderen beiden mussten dann immer versuchen, den Zyklopen das zuzuwerfen. Was eigentlich relativ gut geklappt hat. Auch wenn ich kurze Zeit nicht wusste, was sie vorhatten, weil die sich erst die Herzen geholt haben, was auch relativ gut war. Vielleicht etwas frühzeitig, aber... Lieber zu früh als zu spät, weil ich bin in diesem Bosskampf mit meinem Team von Samstag, glaube ich, habe ich alle Herzen verloren, die wir hatten, also alle Leben verloren, die wir hatten, was ein bisschen blöd war halt. Der Boss wurde übrigens nicht getroffen, denn wenn die Türen vorher schließen, bevor der getroffen wird, nimmt er keinen Schaden, soweit ich das mitbekommen habe. Zumindest denke ich das. Ich weiß es nicht genau, hundertprozentig kann ich es euch hier nicht sagen, aber ich schätze, dass es so ist. Und wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Wow, das war ein wirklich sehr, sehr schlauer Satz, Flasti. Ach ja. Aber die Bosskämpfe machen auch eine Menge Spaß. Vor allem, wenn man halt wirklich Teamwork leisten muss. Und das ist es, was mir in dem Spiel am meisten gefällt. Dass man wirklich dieses Teamwork wirklich leisten muss. Also man kann nicht einfach einen Einzelgang machen und sich so denken, oh, scheiß drauf, ich lasse alle anderen mal im Regen stehen, weil man muss ja am Ende auch immer zusammen ins Ziel gehen, was ich super finde. Das gibt so eine gewisse Motivation für Zusammenhalt, was ich ja auch sehr befürworte, also Freundschaft und so. Ich schätze mal, ich weiß noch nicht ganz, mit wem ich zusammen spielen möchte, aber vielleicht wird es mit Natsufan LP Online bzw. mittlerweile Singyu und PKWeechee 1337 sein, weil die haben mich da schon gefragt, aber ich muss schauen, ob ich es mit dem mache, weil die beiden zusammen können manchmal etwas stressig sein. Nichts gegen die beiden, aber mal schauen. Und ja, da freuen wir uns alle wieder, dass wir das Level geschafft haben und sammeln noch ein bisschen Money ein. Zählt mich der Blaue gleich noch hoch, damit ich den Blauen aufsammle. Haha, wie passend. Ach ja. Und dann haben wir... Ja. Ich weiß nicht, bevor er das getan hat.
Aber wir haben das Level geschafft, beziehungsweise diesen Dungeon haben wir ebenfalls geschafft. Das Sprengstofflager ist damit ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Und diesmal wollte ich die mittige Truhe. Auch wenn da das nicht so seltene Item drin war, nämlich ein Haarpflaum. Keine Ahnung, was das links für ein Item ist, vermutlich irgendein Reifen. Irgendein Reif, der dann nochmal doppelt, dreifach, vier Punkte gibt, keine Ahnung. Vierfach Punkte gibt, keine Ahnung, wie das gezählt wird. Ist auch vollkommen egal, unsere Rubine werden zusammen addiert und da war gerade ein komischer Übergang, aber das macht nichts. Denn wir gehen jetzt in den Feuertempel. Ab und zu sind die Übergänge ein bisschen komisch, aber es liegt an meinem Schnittprogramm, das tut mir wirklich sorry. Also wenn dann das richtige LP startet, hoffe ich, dass ich die Übergänge ein bisschen besser hinbekomme irgendwie. Aber ja. Ich habe diesmal übrigens das Kokiri-Gewand, das heißt, ich kann drei Pfeile schießen mit dem Bogen. Und ja, in diesem Dungeon war es halt so, dass einmal einer disconnected ist und dann ein Team hatte ich, das gar nicht wusste, was zu tun ist. Aber mit diesem Team hier bin ich relativ flüssig bis auf an einer Stelle durchgekommen. Aber die Stelle kommt ab Etage 2 oder 3. Ich weiß gerade nicht ganz genau, das werde ich euch dann schon sagen. Werdet ihr vermutlich auch wieder einen Schnitt merken. Da wir wirklich, glaube ich, gefühlt 10 Minuten da dran saßen. Also das Video war vorher circa eine Stunde lang. Ich habe das heruntergekürzt auf 35 Minuten. Also ihr könnt euch schon vorstellen, dass wir ein bisschen gebraucht haben für dieses eine Rätsel. Aber das war auch nur aus dem Grund, weil nur einer das nicht wirklich gecheckt hat. Aber dann haben wir es irgendwann alle gecheckt und dann vorher sind wir noch gestorben und dann habe ich das da so geschnitten, dass das dann gepasst hat, dass das nicht zu langwidrig ist. Irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt kommt schon so ein kleiner Zwischenboss in diesem Tempel. Ich wusste nicht, warum der eine Nein sagt, aber ist mir auch vollkommen egal. Irgendwas wollte ich noch sagen. Zu diesem einen Rätsel. Also wir haben erst alle das nicht gecheckt, dann hat der eine das nicht mehr gecheckt, so ganz. Das war der Grüne hat das, glaube ich, nicht gecheckt. Ich bin ja jetzt der Blaue, falls ihr es noch nie mitbekommen habt. Und der Grüne hat es, glaube ich, nicht gecheckt. Und der Grüne war auch, glaube ich, der war, glaube ich, tatsächlich während dieses beschissenen Spiels, also dieses schönen Spiels, aber während diesem beschissenen Rätsel war der kurzzeitig auf Toilette. Glaube ich zumindest. Und der hat sein DS nicht mitgenommen. Ja, und wir dachten uns nur, der Rote und ich dachten uns nur so, hey Kumpel, du bist nicht allein, bitte hilf uns, wir brauchen dich. Weil das Rätsel wirklich nur zu dritt lösbar war. Das ist ja zu zweit lösbar gewesen. Hätten wir sicher gesagt, ja okay, machen wir schnell, gehen wir da durch. Warten wir bis der kommt, also bis der fertig ist mit Kacken oder was auch immer. Aber ja, wir mussten das Rätsel halt zu dritt lösen. Übrigens, dieser Boss, ja, ihr seht schon, wie der funktioniert, aber den empfand ich kurzzeitig als ziemlich schwer, obwohl er gar nicht so schwer ist eigentlich. Weil man muss einfach nur die Bomben von diesen kleinen Balkons aus zurückwerfen, dann klappt das relativ gut. Ach ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Story bei Triforce Heroes sein wird, weil hier ist ja jetzt keine Story gegeben. Wir sind halt im Lumpenland und machen irgendwelche Rätsel-Dungeons, warum auch immer. Ich bin echt gespannt auf die Story von Triforce Heroes, weil ich kann mir darunter nichts vorstellen. Und hier war der Cut übrigens, ja, weil wir hier relativ lange an diesem Rätsel waren. Und zwar sage ich euch gleich, was wir nicht erahnen konnten, nämlich dieser Block. Wir haben lange, lange nicht gewusst, dass wir den schieben können. Aber auch der Grüne, also vor allem der Grüne, hat das lange Zeit nicht gecheckt, dass wir diesen Block schieben können. Wir haben nämlich die ganze Zeit versucht, warte, ihr seht das gleich, oben auf diesem komischen Balken, wo die Kristallkugel ist, da wollten wir die ganze Zeit irgendwie raufkommen. Es hat aber dann nicht so geklappt und dann ist uns, beziehungsweise im Roten ist das zuerst eingefallen, dass wir diesen Block zu dritt schieben können. Der Grüne hat dann etwas gebraucht, aber als es dann soweit war, waren wir alle froh und haben uns sehr darüber gefreut, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, das merkt man uns dann auch an, weil wir wie verrückt mit unseren Pompons wilden. Ich wollte gerade nicht Pompon sagen, aber das ist egal, was ich gerade sagen wollte. Übrigens, man kann die Dinger auch ziehen, das seht ihr gleich. Aber wir haben das erst
Der Grüne und ich haben das erst nicht gecheckt, aber ja klar, was man drücken kann, kann man auch ziehen. Aber der Grüne hat es dann auch gecheckt, nachdem wir da beide standen. Und dann konnten wir das ganz gemütlich weitermachen. Der Grüne war natürlich ganz schlau und hat nicht die blöde Feuerfontäne abgewartet, aber naja. Ich glaube, der Grüne ist nicht so ganz schlau, der Link F. Und übrigens, ich habe jetzt nicht mehr Roman und wie auch immer dieser Sherry, keine Ahnung, wie der hieß, im Team, sondern ich habe jetzt Guardian und Link F im Team. Ja, weil, wie gesagt, bei meinem voriges Team ist disconnected oder einer ist disconnected, das Team wurde dadurch aufgelöst. Dann gab es noch zwei andere Teams, aber in einem hatten manche keine Ahnung und in dem anderen gab es dann irgendwie Disconnect-Probleme. Naja. Und deswegen bin ich jetzt in diesem Team dann gelandet, worüber ich auch relativ froh war, weil mir die Anfang so erschien, als ob die den Dungeon schon gemacht hatten. Aber scheinbar nur den Anfang, weil wir halt auch wirklich lange nicht wussten, was wir tun sollten bei dem blöden Klotzding. Und jetzt hatte ich wieder ein Gefühl, dass der Grüne kacken geht, aber das war uns dann auch egal. Aber er kam dann auch irgendwann. Vermutlich wurde er abgelenkt durch irgendwas. Das ist bei diesem Spiel ein Hindernis, wenn man hier leicht abgelenkt wird. Und jetzt kommt noch ein altbekannter Boss. Den sollte man kennen, wenn man A Link Between Worlds oder zumindest A Link to the Past gespielt hat. Hier sieht er, glaube ich, ein bisschen anders aus als in den vorherigen Zelda Games, da ich mich nicht so daran erinnern konnte, dass er so aussah. Und das ist jetzt auch ein richtiger Boss. Die anderen waren eher so Zwischenbosse. Das ist nämlich Moldorm, dieser komische Käfer aus dem ersten Boss in A Link to the Past. Und ich glaube, war das auch der erste Boss in A Link Between Worlds? Also nach hier dem Oberbösewicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der war im ersten Dungeon auch der Boss. Also erst gab es ja noch so einen kleinen Zwischendungeon, beziehungsweise im Schloss oder so. Ich kann mich kaum noch an A Link Between Worlds erinnern. Aber ich glaube, da war der auch der erste Boss. Auf jeden Fall ändert der nach, glaube ich mal, 3 oder 4 Schlägen seine Taktik. Und zwar ist die dann eigentlich ganz easy. Weil jetzt müsst ihr auf seine Augen achten. Gucken, welche Farbe die Augen haben. Und dann einfach mit dem anderen, der nicht verfolgt wird, ein Team bilden, so dass einer Huckepack genommen wird und auf den anderen wird dann geschlagen. Und der andere schlägt dann zu auf diese komische Kugel. Jetzt werde ich zum Beispiel gefangen genommen und mein Team hier lenkt den Käfer ab, beziehungsweise greift den Käfer an. Jetzt versuchen wir, müssen wir ihn treffen und der Grüne versucht ihn abzulenken und so weiter und so fort. Geht das immer weiter. Und jetzt noch nicht, aber gleich in der letzten Phase dreht der Käfer, also Moldorm, komplett ab. Dann ist nämlich nochmal eine etwas andere Taktik. Jetzt noch nicht. Das dauert noch einen Moment, bis diese Taktik kommt, glaube ich. Einen kleinen Moment dauert es noch. Aber ich finde auch die Musik aus der Demo allein schon sehr, sehr schön. Also, gibt so ein Zelda-Flair halt. Ja, da hat der Grüne, glaube ich, das Boss-Prinzip noch nicht so ganz gecheckt, aber wie gesagt, jetzt dreht der Moldorm komplett durch und spielt hier Disco-Kugel. Aber jetzt müssen wir zu dritt halt ein Team bilden und dann an sein Schwänzchen rankommen, ja. Um ihn endgültig besiegen zu können. Ich glaube, da müssen wir ihn auch nicht so oft treffen, weil er halt relativ schnell jetzt unterwegs ist. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir ihn dann endgültig getroffen haben. Bis dann der eine auf die Idee kam, mit dem Windkrug da mal gegen zu scheppern. Und da haben wir uns auch wieder sehr gefreut, dass wir diesen Dungeon geschafft haben. Damit habe ich euch dann alle 3 Dungeons der Demo präsentiert, habe euch das Unnötigste rausgeschnitten und nur das Wichtigste präsentiert. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch ein bisschen unterhalten. Ich gebe gleich noch ein kleines Feedback zur Demo. Sobald wir am Ende angekommen sind, beziehungsweise sobald wir den Dungeon geschafft haben, dann wir erhalten wie immer natürlich noch ein paar Geschenke oder ein paar Schatzkisten, worüber wir uns wieder sehr freuen konnten. Da habe ich den Grün mitgenommen, weil wir keine Lust hatten, dass er schon wieder kacken geht. Und ich habe den Kodongo-Schwanz erhalten, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass ich das seltenste Item bekommen habe. Ja, zur Demo. Ich danke nochmal viel. Ich
danke nochmal sehr, sehr doll dem BlackTreeLP, dass er mir diesen Demo-Code gegeben hat, weil ich habe nicht daran teilgenommen selber. Und ja, die Demo hat sehr viel Spaß gemacht, hat mir gute Eindrücke zu dem Spiel mitgeteilt oder vermittelt. Und es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und von mir, von meiner Seite aus, heißt es dann auch jetzt Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal, euer Flustwie. Bye bye.